Rund 100 Tagesmütter und Tagesväter haben im Kreis Groß-Gerau als Selbstständige ihre eigene Kindertagespflegestelle. Vereint unter dem Dach von Tageskids Kreis Groß-Gerau bieten sie eine familiäre Kinderbetreuung für individuelle Bedürfnisse an, empathisch, flexibel, verlässlich und kompetent, damit Kinder stark werden. Sie sind weiblich oder männlich, länger oder kürzer dabei, haben eigene Kinder oder auch nicht, sind mit oder ohne Migrationshintergrund, allesamt QuereinsteigerInnen und mit viel Herzblut bei der Sache. Unsere Tagesmütter und Tagesväter haben eine umfangreiche Qualifizierung durchlaufen. Sie sind durch den anerkannten Bildungsträger MATS e.V. zertifiziert und machen jährliche Fortbildungen, um qualitativ am Ball zu bleiben. Das alles tun sie für eine gute Betreuung, Erziehung und Bildung. 4 von rund 100 stellen wir stellvertretend hier vor. Mein Name ist Sanja Ilic, ich bin seit 10 Jahren als Tagesmutter tätig. Mein Name ist Karin Laun, ich bin seit über 20 Jahren Tagesmutter. Mein Name ist Shazi Rehman. Ich komme aus Pakistan und lebe seit 28 Jahren in Deutschland. Ich arbeite seit einem Jahr als Tagesmutter. Mein Name ist Walburga Dannenberg. Ich bin seit 12 Jahren als Tagesmutter tätig. Ich bin Tagesmutter geworden, weil ich es liebe, selbstständig mit den Kindern zu arbeiten. Mein ursprünglicher Beruf ist pädagogische Zusatzkraft in einer Kita. Ich bin Tagesmutter geworden, weil ich meinen Beruf und die Familie wunderbar unter einen Hut bekommen kann. Mein ursprünglicher Beruf ist Arzthelferin. Ich bin Tagesmutter geworden, weil ich Kinder gern habe und Spaß habe, mit den Kindern zusammen zu sein und ihnen etwas Neues beizubringen, aber auch, weil ich unheimlich viel von Kindern lernen kann. Ehrlichkeit, Lachen, Zuhören, Verzeihen und viel mehr. Mein ursprünglicher Beruf ist Technikerin in der Metallindustrie. Ich bin Tagesmutter geworden, weil ich Kinder liebe und es sehr bereichernd und spannend finde, mit jungen Familien zusammenzuarbeiten. Und das hält auch mich jung und am Puls der Zeit. Mein ursprünglicher Beruf ist Erzieherin und davor war ich Bürokauffrau. Mir gefällt der Kindertagespflege besonders gut. Da kann ich das mit den Kindern verschiedene Aktivitäten planen kann und in ihrer Entwicklung begleiten kann. Und außerdem habe ich auch Möglichkeit, mit einer anderen Tagesmutter auszutauschen, die auch die Räumlichkeiten angemietet hat. Mir gefällt an der Kindertagespflege besonders gut die Vielfalt, die mir dabei begegnet. Es sind die Menschen und die Entwicklungsprozesse, die dabei stattfinden. Mir gefällt an der Tagespflege besonders gut, dass ich meine Persönlichkeit optimal in meine Arbeit einbringen kann und so täglich meine Verbundenheit zur Natur, zu den Tieren und zu meiner Heimat leben darf. Und dass ich meine Berufung unter wunderbaren Bedingungen ausüben kann. Mir gefällt an der Kindertagespflege besonders gut, dass ich durch eine gute Kooperation zwischen Stadt und Kreis Groß-Gerau eine Möglichkeit habe, die Groß-Gerauer Kinder in angemieteter Wohnung zu betreuen. Dort gibt es noch eine weitere Wohnung, wo eine andere Tagesmutter tätig ist. Mir gefällt, dass ich selbstständig bin. Aber nicht allein. Ich habe große Unterstützung vom Jugendamt und habe einen Ansprechpartner, der mir immer für Fragen zur Verfügung steht. Ich finde, in den letzten 10 Jahren hat sich die Kindertagespflege stark weiterentwickelt. Heute haben wir 4 Tageskids-Stützpunkte mit Vertretung in Krankheitsfällen. Durch den Stützpunkt ist die kollegiale Vernetzung besser geworden. Dazu kommt auch Vernetzung und Kooperation mit Kitas. Das alles zusammen stärkt meine Arbeit und mein Selbstbewusstsein als Kindertagespflegeperson. In Bezug zu Kindern gefällt mir, dass die Kinder individuell betreut werden.
Ich kann auf Wünsche der Eltern und die Bedürfnisse der Kinder besser eingehen. Die Qualifizierungen im Kreis Groß-Gerau sind deshalb klasse, weil sie den Ansatz verfolgen, alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit abzuholen. Sie sind für mich eine Bereicherung, weil sie täglich in meine Arbeit mit einfließen. Sie sind für mich sehr hilfreich, weil ich für die Arbeit mit den Kindern sehr wichtige Anregungen bekomme. Die Qualifizierungskurse im Kreis Groß-Gerau sind super interessant, besonders Gruppenarbeit. Inhaltlich für meine pädagogische Arbeit sehr wichtig und hilfreich, um die Qualität in meiner Kindertagespflege zu verbessern. Die selbstständige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson bietet für Menschen ohne pädagogische Ausbildung die Möglichkeit, einen pädagogischen Beruf auszuüben und mit Kindern zu arbeiten. Für pädagogische Fachkräfte wie ErzieherInnen ist sie ebenfalls eine berufliche Alternative. Mit Kindern zu arbeiten macht Freude und trägt zu deren positiver Entwicklung bei. Die Tageskids-Büros unterstützen sie beim Schritt in die Selbstständigkeit.